Ganz grundlegend, wer oder was ist die Bundesimmobiliengesellschaft? Die Bundesimmobiliengesellschaft ist der größte Immobilieneigentümer in diesem Land und ich glaube, wir sind auch einer der ganz großen Immobilieneigentümer und Bewirtschafter in Europa. Unser Schwerpunkt ist zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite in der Bundesimmobiliengesellschaft selber vor allem Infrastrukturimmobilien, heißt Universitäten, Schulen, Sicherheitsimmobilien, die wir errichten und dann langfristig an die Nutzer vermieten und auch ein Stück weit weiterentwickeln. Und seit 5 Jahren etwa eine Tochter, Konzerntochter, die ARE, wo wir Büro- und Wohnimmobilien errichten und bewirtschaften und auch einen Entwicklungsast haben und dort sehr stark auch in Richtung privatwirtschaftlicher Aktivitäten gehen. Wie sehen die Unternehmensstrukturen innerhalb der Bundesimmobiliengesellschaft aus? Der Bereich der eigentumshaltenden Organisationseinheiten sozusagen ist in 3 Segmente gegliedert in der Bundesimmobiliengesellschaft, in dem Bereich Schulen, Universitäten und Spezialimmobilien und daneben ergänzende Dienstleistungsbereiche, also das Objekt- und Facility Management zum Beispiel oder CAD, Vermessung von Liegenschaften und Gebäuden, die wir dann ergänzend anbieten an unsere Mieter und auch an andere, die interessiert sind. Die Kernaufgaben sind, wenn wir jetzt bei der Bundesimmobiliengesellschaft bleiben, auf der einen Seite Errichtung von Immobilien für zumeist ganz spezifische Zwecke, die wir im Vorfeld schon gemeinsam mit den künftigen Nutzern definieren. Dann die Vermietung und natürlich auch die langfristige Betreuung, Bewirtschaftung dieser Immobilien. Und sollten wir bei solchen Standorten dann auch ans Ende des Lebenszyklus kommen, dann geht es auch sehr stark in den letzten Jahren um die Weiterentwicklung dieser Standorte für andere Zwecke. Nehmt ihr immer nur externe Architekten für eure Projekte oder habt ihr jetzt auch eine interne Planungsabteilung, die sowas abwickeln kann? Naja, also Machbarkeitsstudien machen wir teilweise Phase 0, eben das Raum- und Funktionsprogramm erstellen, Projektziele setzen, gemeinsam mit dem Nutzer natürlich. Und dann die Machbarkeitsstudien, das machen wir teilweise schon hausintern. Und meistens geht es dann eben ab der Phase 1, wenn wir dann wirklich einen Generalplaner beauftragt haben, haben wir dann die entsprechenden Konsulenten. Gab schon mal die Überlegung, das firmenintern abzuwickeln? Na, zumindest in der Zeit, in den 8 Jahren, wo ich da bin, gab es diese Überlegung nicht. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind, wenn man so möchte, der Projektorganisator, Koordinator. Wir holen uns für das jeweilige Gewerk, für den jeweiligen Auftrag die besten Profis vom Markt. Und das ist für jedes Projekt durchaus auch jemand anderer. Gerade bei der Architektur sehen wir das, wo wir bei weit über 100 Wettbewerben keine zwei Handvoll gleiche Sieger hatten. Und das zeigt schon, dass so eine breite Ausrichtung, das Suchen nach den besten Lösungen durchaus Sinn macht. Was ist eure Aufgabe als Bauherrschaft jetzt in dem Sinne in einer Projektabwicklung? Als Projektmanager ist man das Gesicht nach außen. Also wir haben den direkten Kontakt zu den Projektdienstleistern und arbeiten immer in ganz engen Zusammenarbeit mit den Asset Managern gemeinsam. Wir wickeln Neubauten, Sanierungsbauten ab, führen so ein bisschen das Projektabwicklungsteam. Das heißt, wir sind natürlich daran bedacht, zu steuern, dass die vereinbarten Ziele eingehalten werden, Kosten, Termine, Qualitäten und überwachen die Leistungserbringung unserer Dienstnehmer. Was mich vor allem gereizt hat eben an dem Projektmanagement, ist einfach diese Vielfältigkeit, dass man von Anfang bis Ende in den Prozess eines Projektes eingebunden wird. Wir hatten jetzt gerade einen sehr großen Wettbewerb für den MedCampus der Uni Wien. Für das Projekt bin ich verantwortlich, gemeinsam mit einer Kollegin. Und das ist eben das Interessante. Also man ist wirklich in jeder Phase dabei. Dann geht es natürlich weiter mit der Planungsphase, Phase 2. Mit dem Entwurf wird dann der Mietvertrag unterschrieben mit den Nutzern und dann geht es auch schon in die Einreichung, Ausführungsplanung, bis man dann irgendwann in der Ausführungsphase ist, sicher in der spannendsten Phasen. Und wir sind überall dabei. Ja, also wir sind wirklich von A bis Z eingeschlossen, bis dann nachher zum Projektabschluss.
Und inwieweit versucht ihr, Innovationen oder andere Dinge bei euren Gebäuden voranzutreiben? Also ich glaube, das Thema Innovation ist eines, das uns als gesamte Volkswirtschaft, als Wirtschaftsbereich, Immobilienwirtschaft, aber natürlich auch als Unternehmen im Moment schon beschäftigt und in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen wird. Ich glaube auch, dass man als Branchenprimus, als großes Unternehmen den Mut haben muss, auch Innovationen auszuprobieren, sich Innovationen zu trauen, weil gerade bei den großen Volumina, die wir bewegen, das erstens gut rechtfertigbar ist und zweitens aber auch die Erfolge, die daraus ableitbar sind, ja dann auch einen ganz anderen Hebel haben, weil anwendbar. Wir versuchen uns damit auch strukturiert auseinanderzusetzen, haben in den letzten Jahren immer wieder anlassbezogen Innovationsthemen angegangen. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit der Frage, wie können wir Strom, alternative Energie auf unseren Standorten produzieren und gemeinsam mit unseren Nutzern nachhaltige Lösungen finden. Also da gibt es immer wieder anlassbezogen aus den jeweiligen Projekten und Geschäften heraus Anregungen, denen wir uns in der Vergangenheit schon immer wieder gestellt haben, aber denen wir uns jetzt auch sehr, sehr strukturiert in Zukunft stellen wollen. Oft heißt es, also der Architekt ist immer schuld. Wie seht ihr das? Der Architekt ist immer schuld. Eigentlich sind es die Haustechniker, die immer schuld sind. Das sagt die Architektin. Nein, also so generalisierende Aussagen kann man sicher nicht machen. In so einem komplexen Baugeschehen gibt es verschiedene Gewerke, verschiedene Verantwortliche. Jeder hat seinen Teil der Verantwortung zu tragen. Jeder hat seine Möglichkeit, Fehler zu machen und diese Fehler auch wieder in Ordnung zu bringen. Also wir nehmen das so wahr, dass das eigentlich ein sehr gleichmäßiger Ablauf ist. Es ist ein Team. Es ist immer ein Team und man kann nie sagen, dass einer schuld ist. Also so sehe ich das nicht. Das ist. Habt ihr vielleicht Tipps für angehende Architektinnen? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, also viel Praxis zu sammeln, vielleicht auch schon während des Studiums sich mit Seminaren oder eben solchen Aktivitäten auseinanderzusetzen und dann nach dem Abschluss des Studiums am besten Vielfältiges versuchen, in einem Architekturbüro, vielleicht in einem Planungsbüro arbeiten, bei einer ÖBER mitmachen, um auch ein bisschen an der Front zu sein. Sich bei der Bundesimmobiliengesellschaft zu bewerben, ist auch, glaube ich, eine gute Idee. Wir haben viele Architektinnen im Haus und sehr unterschiedliche Felder, wo man hier mitarbeiten kann. Das Architekturstudium bietet einfach die Grundlage für ein breites Betätigungsfeld. Ja, also man kann vielleicht mit dem einen oder anderen Zusatz, mit der Zusatzausbildung, kann man sich wirklich in verschiedenste Richtungen bewegen. Und man muss nicht unbedingt der klassische Entwurfs- oder Ausführungsarchitekt werden, sondern kann auch durchaus eben eine Karriere im Baumanagement anstreben, was auch sehr, sehr spannend und vielfältig ist. Also ich denke auch, man soll sich nicht sofort festlegen, sondern einfach wirklich schauen, Erfahrungen sammeln und schauen, man muss einfach überzeugt von dem sein, was man macht. Wir leben in einer Polarität zwischen immer größer werdender Komplexität und damit verbunden auch Detailexpertise, die vielleicht gefragt ist. Aber gleichzeitig gibt es gerade bei Unternehmen mehr und mehr den Bedarf nach Generalisten, nach Menschen, die nicht nur einen kleinen Ausschnitt ihres Aufgabenbereiches sehen, sondern auch versuchen, das große Ganze ein Stück weit zu sehen. Und ich glaube, da braucht es auch wieder einen Schwenk hin in den Ausbildungen, dass man neben dieser Fachexpertise, die wichtig ist, auch das große Ganze versucht zu denken, um dieser Komplexität, der wir uns gegenüber sehen, auch managen zu können.